Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem kurzen Mod-Vorstellungsvideo in Jurassic World Evolution 2. Denn zwei Mods, die wir regelmäßig benutzen, haben Updates bekommen mit sehr coolen Funktionen. Dann war als allererstes die Expanded Terrain Tools Mod. Die kennt ihr sicherlich alle. Und die hat eine neue Funktion bekommen, die ich sehr, sehr praktisch finde. Nämlich gibt es jetzt hier einen weiteren Pinsel und mit dem kann man ein raues Terrain einzeichnen. Da kann man natürlich dann hier auch wieder die Intensität und alles einstellen. Aber das macht dann einfach so eine raue, bergige Landschaft. Das gab es halt vorher gar nicht. Wenn man ein bisschen mit rumspielen, dann kann man das natürlich auch nochmal überglätten im Nachhinein. Ich mache jetzt mal hier nochmal irgendwie sowas felsiger oder sowas. Kann das, glaube ich, besser sehen. Ist sehr, sehr praktisch, um halt Gehege zu gestalten. Finde ich super, die Funktion. Und man kann natürlich auch, damit man das nochmal besser sieht, hier in die Einstellung gehen und dann auch diese Terrainbearbeitung anzeigen lassen. Dann sieht man das nochmal einen Ticken besser. Ich mache jetzt mal hier den Radius und die Intensität ganz hoch. Oh Gott, okay. Wie das aussieht. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Tool. Was passiert denn, wenn ich das jetzt überglätte? Okay, dann geht es relativ schnell wieder weg. Das sieht schon interessant aus, ne? Ja, wenn man das dann ein bisschen mehr mit Mühe macht und sowas und nicht einfach so, wie ich es jetzt hier gemacht habe, kann man da sicherlich coole Berglandschaften mitmachen. Allein schon diese Höhenunterschiede sehen halt super natürlich aus und normalerweise wäre das echt viel Arbeit, solche Höhenunterschiede hinzubekommen, vernünftig. Und mit dem Tool geht es halt 1A. Hier ist es halt ein bisschen übertrieben. Und als nächstes haben wir die Free Build Mod. Diese hat auch eine neue Funktion bekommen. Und zwar bei den Wegen. Dafür zeichne ich mal eben erstmal einen Standardweg ein. Der wäre so. Also das hier ist der mittlere Weg. Da gibt es dann ja drei verschiedene Breiten. Wenn man jetzt zum Beispiel eine größere Wegfläche haben will, müsste man das immer halt so ausfüllen. Und durch die neue Funktion ist es jetzt auch leichter möglich. Denn man kann hier unten die Breite einstellen erstmal, dass es aktiviert ist. Und dann kann man das ganz individuell den Pinsel einstellen. Man kann so richtige Mini-Wege machen. Und wenn ihr mal guckt, das ist nochmal wesentlich schmaler als der schmalste Weg, der vorher möglich war. Für Detailarbeiten halt richtig gut. Aber man kann auch wiederum das Ganze sehr, sehr groß machen. Dann hat man so einen Weg. Hat man direkt so eine riesen Wegfläche. Und ihr müsst mal überlegen, das hier war vorher das breiteste. Also das hier. Und jetzt kann man einfach so breit machen. Und ich glaube, man kann das sogar nochmal umstellen in den Files, wenn man das möchte. Ich verlinke euch einfach mal das Video von dem Mod-Ersteller. Der hat es dann nochmal ein bisschen genauer erklärt. Aber man kann auch die Länge sogar noch einstellen. Also die Maximallänge ist das. Wenn ich die jetzt ganz hoch stelle. Weil normalerweise seht ihr, ich habe ja diese Länge hier. Das ist die Standardlänge. Ich mache es mal ein bisschen schmaler. Könnt ihr das auch einfach ausmachen. So, das hier ist ja die Standardlänge. Das ist das Längste, was man einzeichnen kann. Wenn ich das jetzt ganz hoch mache, dann kann ich viel, viel länger noch gehen. Das wäre jetzt die maximale Länge. Das ist schon ein Unterschied, ne? Zu dem hier. Ist dann natürlich sehr praktisch, wenn man zum Beispiel eine lange gezogene Kurve oder sowas haben möchte. Dann kann ich die natürlich viel gleichmäßiger machen, wenn das so lang ist. Als wenn ich das alles einzeln machen muss. Und beim Entfernen ist es auch praktisch, weil man kann es mit einem Klick dann wieder entfernen. Auch diese große Wegfläche kann ich hier wieder easy entfernen. Und man kann ja auch mal beides hochstellen, dann wird es, glaube ich, ganz extrem. Ihr müsst aber bedenken, es laggt immer ein bisschen beim Platzieren. Also das seht ihr sicherlich jetzt, die FPS gehen runter. Aber sobald es platziert ist, läuft es. Ja, krass, oder? Mit ganz wenig Arbeit habe ich jetzt hier eine riesen Wegfläche geschaffen.
Und dann könnte man das Ganze ja auch noch zum Ausfüllen benutzen. Also da kann man halt wirklich ganz, ganz schnell alles voll machen mit Wegen. Ich finde es halt auch cool, dass man das mit einem Klick hier ausschalten kann, je nachdem, was man halt braucht. Also so ist es disabled, das da drüber und das hier auch. Das ist schon echt gut. Einfach eine riesen Wegfläche. Und die kleinen finde ich auch super praktisch. Ich mag es halt richtig gerne, dass man das komplett customizen kann. Also dass man hier wirklich die Möglichkeit hat, jede erdenkliche Breite einzustellen. Kann man machen, was man will. Das ist schon echt super. Ja, zwei richtig coole Updates, wie ich finde. Machen das Spielen auf jeden Fall wesentlich einfacher. Und das war es jetzt auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, diese kurze Vorstellung von den beiden Mod-Updates hat euch gefallen. Ich verlinke euch natürlich die Mods unten in der Videobeschreibung. Und falls ihr mehr Jurassic World Evolution 2 Content sehen wollt, dann würde mir ein Like sehr, sehr helfen. Danke schon mal. Schreibt mal in die Kommentare, was für eine Mod ihr euch noch wünschen würdet für das Spiel, also was euch so fehlt. Und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.